Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu einer Legung für den kommenden Vollmond, der am 28. Juni im Zeichen des Steinbocks stattfindet. Die Energien schwingen sich langsam ein, deswegen machte ich dieses Reading jetzt auch so ein bisschen vorher. Und wenn du jetzt zum ersten Mal bei mir zuschaust, du siehst hier bereits die ausgelegten Karten. Ich mache immer eine Meditation über der Legung, um Impulse für die Deutung zu erhalten, und für die Mond-Readings, sei es jetzt Vollmond oder Neumond, mache ich ja immer mal ein bisschen was anderes, und ich hatte heute auch wieder so einen Impuls, und zwar, ich habe heute aus dem Tarot-Deck die Herrscherin herausgenommen, stellvertretend für dich, ja, die du jetzt zuschaust. Wenn du als Mann zuschaust, siehst bitte einfach als den Herrscher, ja. Wer zufälligerweise mein Reading für die Zwischenzeit gesehen hat, für den Monat Juli, für den Monat Juni, sorry, da habe ich so ein bisschen über die Herrscherin gesprochen. Und das Thema war da vor allem, dass wir im Prinzip unseres eigenen Glückes Schmied sind, ja, dass wir Einfluss haben auf unser kleines Universum, auf unsere verschiedenen Lebensbereiche. Und mir war irgendwie heute der Impuls gekommen, ich wollte fragen, wie geht's uns aktuell im Bild der Herrscherin, ja? Fühlen wir oder ihr, ich frage ja immer nach den Menschen, die mit mir und meiner Arbeit in Resonanz gehen, fühlt ihr euch gerade tatsächlich in der Energie der Herrscherin oder eher weniger? Und wie kann der kommende Vollmond uns unterstützen, noch mehr in diese Kraft, ja, in diese wundervolle Energie der Herrscherin zu kommen? Wer jetzt dieses Zwischenzeit-Reading nicht gesehen hat für den Monat Juni, ich möchte ganz kurz zu der Karte sagen, dieser Begriff Herrscherin, ja, der klingt ja etwas hart. So ist die Karte aber überhaupt nicht gemeint. Ja? Wir verbinden oft mit dem Wort Herrscher oder Herrscherin sehr viel Dominanz, Autorität, ja. Aber die Karte im Tarot bedeutet etwas anderes, sondern sie bedeutet im weitesten Sinn die Selbstherrschaft, ja. Diese Frau oder eben der Herrscher, wenn du ein Mann bist, ja, hat die Herrschaft über ihr Leben. Das heißt, sie oder er lebt ein erfülltes und zufriedenes Leben, weiß, dass es letztendlich an ihr oder an ihm liegt, wie dieses Leben aussieht, wie sie sich darin fühlt, ja, also eine sehr, sehr kraftvolle Energie. Und aus dieser Energie heraus wirkt sie auch sehr nährend auf andere Menschen, ja, also das heißt, Menschen und auch Tiere halten sich gerne in der Energie der Herrscherin auf, ja, sie strahlt eine Souveränität aus und vor allem auch eine innere Ruhe und Gelassenheit. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich lasse diese Karte aus dem Deck, konzentriere mich während des Missions auf diese Energie und fragte dann oder bat um 9 Karten, die während des Missions dann auch aus dem Deck gesprungen sind, wie uns jetzt dieser Vollmond, der kommende, unterstützen kann, noch weiter in diese Energie der Herrscherin zu gelangen. Die Karten werden dann alle erstmal umgedreht aufgelegt. Und dann decke ich sie erst auf, ja, dann sehe ich also erst, was gefallen ist. Und ich versuche euch jetzt mal diese Karten hier in einen Zusammenhang zu bringen. Bitte bedenkt, bei den allgemeinen Readings ist es ja immer so, dass es natürlich nicht für alle, die jetzt zuschauen, stimmig sein kann. Nimm einfach aus dem Reading das mit, was du für dich selbst spürst, da ist was in mir angesprochen worden, ja. Wenn du das Gefühl hast, die eine oder andere Botschaft ist nicht für mich, dann lass sie einfach da. Und wenn du nach ein paar Minuten merkst, damit gehst du gar nicht in Resonanz, dann ist es überhaupt nicht schlimm, dann ist diese Legung einfach jetzt nicht für dich gedacht. Ja, dann ist es vielleicht wieder die nächste Neumondlegung oder eine Sternzeichenlegung, ja, was immer du auf meinem Kanal findest. Oder vielleicht immer auch von einem Kollegen oder einer Kollegin auf einem anderen Kanal. Ich beginne mal mit der Karte hier in der Mitte. Auf zentraler Mittelposition dieser Neunerlegung fällt eine gewaltige Karte aus der großen Arkana des Tarots, und zwar der Hierophant. Der Hierophant ist eine der spirituellsten Karten des Decks und zeigt mir hier in der Mitte ganz deutlich, dass immer mehr Menschen, ja, die Anbindung an ihre Intuition, an ihre
göttliche Führung erhalten. Vielleicht gehörst du auch dazu. Es gibt aktuell viele Menschen, die einfach spüren, dass sie Dinge wahrnehmen, die sie noch vor ein paar Monaten nicht in der Art und Weise wahrgenommen haben. Ja? Es gibt sehr, sehr intensive Träume bei vielen. Die Synchronizitäten nehmen zu. Also das heißt, du denkst an etwas und just im gleichen Moment läuft dir irgendjemand über den Weg, der dich an das erinnert, worüber du gerade nachgedacht hast. Oder du siehst im Fernsehen irgendeinen Beitrag zu einem Thema, über das du heute vielleicht erst nachgedacht hast. Ja? Oder du siehst viele Zahlenkombinationen auf Nummernschildern, auf der Uhrzeit, ja, was weiß ich, auf Rechnungen, die dir bekannt vorkommen oder die etwas in dir auslösen. Das sind sogenannte Synchronizitäten und die nehmen unglaublich zu bei vielen Menschen. Warum ist das so? Weil du dich dafür öffnest. Ja? Je mehr du offen wirst für deine göttliche Führung, das heißt für die Impulse, die dir deine Führung senden möchte, desto mehr nimmst du wahr und desto mehr wird dir auch gesendet. Ja, also da mache ich wirklich die Erfahrung durch viele, viele Klienten von mir, die mir das auch schreiben, bestätigen. Es ist tatsächlich so und da möchte ich wirklich jetzt mal auf die letzten 2 Monate tatsächlich hinweisen. Wenn du das Gefühl hast, dass so ab, wann hat es begonnen, so Anfang Mitte Mai und jetzt im Juni hat es sich enorm gesteigert, das Gefühl hast, du siehst, hörst, fühlst, spürst Dinge, die noch vielleicht um die Jahreswende herum für dich unerheblich waren oder die dir nicht aufgefallen sind, dann betrachte das tatsächlich als deine göttliche Führung, die dich auf deinen Seelenweg führen möchte. Jetzt möchte ich mal hier auf die obere Reihe eingehen. Du siehst hier, also in diesem Reading, muss ich wirklich sagen, fallen sehr, sehr schöne Karten. Es fallen aber auch Karten, die mir zeigen, dass viele von euch derzeit in einem Kampf stecken. Schaut mal hier in der Unterseite des Decks, ja, das ist so ein bisschen auch die Überschrift für diese Legung, liegen die 5 Schwerter. Und die 5 Schwerter ist eigentlich eine unangenehme Karte im Tarot. Ja, ich sehe sie nicht gern. Denn hier geht es um einen Kampf, in dem es eigentlich keine Sieger gibt. Hier haben Menschen kapituliert. Hier ist ein Mensch, der vermeintlich sich als Gewinner sieht. Ja, er grinst so ein bisschen hämisch, ja. Aber im Endeffekt bedeutet die Karte, dass hier keiner wirklich als Sieger im spirituellen Sinn, ja, hervorgeht, sondern dass hier Ego-Kämpfe fochten wurden, ja, die letztendlich nichts Gutes zurücklassen. Du siehst ja auf der Karte auch sehr schön dargestellt, dieses raue Klima, ja, mit diesen Wolken, auch von den Farben her relativ düster. Und das ist die Gesamtenergie. Dazu fallen hier in die obere Reihe 2 Karten, die im Grunde gut dazu passen. Nämlich einmal die 8 Schwerter, ja, eine Karte, die mir zeigt, dass du sehr, sehr viel noch in Gedankenspiralen gefangen bist. Dazu passt natürlich auch sehr, sehr gut die 9 Schwerter. Ja, das ist die Folgekarte. Hier siehst du die 8 Schwerter und daneben fallen die 9 Schwerter. Viele Grübeleien, viele Gedanken, ja, immer wieder Kämpfe in dir. Und es ist genau diese Symptomatik, dieses, ich sag's jetzt mal mit einem Wort, das ich eigentlich gar nicht so gern mag, ich sag's trotzdem mal, dieses Aufstiegsprozesses. Ja? Viele von uns befinden sich derzeit in einem Prozess, wie ich es gerade erklärt habe, in dem wir immer mehr die Stimme unserer Seele wahrnehmen. Wir haben zum Teil übersinnliche Wahrnehmungen. Wir merken, etwas verändert sich. Die Energie in uns und um uns herum verändert sich. Auch haben vielleicht viele die Erfahrung gemacht, dass die Manifestationsgeschwindigkeit unheimlich anzieht. Manchmal stellt man sich etwas vor und just gleich darauf, ja, passiert es tatsächlich. Das heißt, du denkst vielleicht an eine gute Freundin und 10 Sekunden später kommt eine WhatsApp von ihr. Solche Dinge. Oder dein Handy klingelt und du weißt schon, bevor du aufs Display schaust, wer dran ist. Und diese
Prozesse, die hier passieren, diese Transformationen, ja, die bringen das gesamte System durcheinander. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, wenn du zuschaust, ja, aber ich sag mal, irgendwas zwischen 20 und 80, ja, nehme ich jetzt mal an. Jetzt musst du dir überlegen, wie viele Jahre du bereits mit diesem alten System quasi zurechtgekommen bist und in diesem alten System gelebt hast. Und jetzt möchte hier ein neues System installiert werden. Und ich sag's euch, wie es ist, das macht Angst. So sehr wir uns drüber freuen, was da mit uns passiert, aber manchen geht es so, dass sie das Gefühl haben, sie verlieren den Boden unter den Füßen. Und dafür stehen diese zwei Karten, ja. Du hast manchmal dieses Gefühl, du bist wie gefangen in einer Transformation, die du nicht stoppen kannst, ja. Vielleicht versuchst du immer wieder gedanklich dich in eine neue Richtung zu bringen und kehrst immer wieder zu alten Gedankenschleifen zurück. Ja, vielleicht ist dir das aufgefallen. Je mehr du versuchst, etwas loszulassen, desto mehr hast du es quasi an der Backe kleben. Ja, so möchte ich es mal ausdrücken. Das sind alles Schritte, die zu dieser Neugeburt führen. Ja. Und wunderschön fällt hier der Ritter der Kelche. Schaut mal, auch von der Legung her, der Ritter der Kelche läuft hier direkt in diese beiden Karten. Und ich nehme hier zwei Dinge wahr. Zum einen möchte dich die Karte dazu auffordern, dir selber absolut mitfühlend und sanftmütig zu begegnen. Gerade in diesen Prozessen, ja, wenn du immer wieder in alten Gedankenschleifen hängst, weil du dich zum Beispiel von jemandem getrennt hast oder du möchtest einen Menschen aus deinem Energiefeld entlassen, weil du merkst, der tut dir nicht mehr gut, ja, und dann kommst du immer wieder ins Grübeln und der Mensch ploppt immer wieder auf in deinen Gedanken, dann gibt es ja viele von euch, die sich dafür tatsächlich kritisieren, die hart mit sich ins Gericht gehen. Ja, ich bekomme manchmal E-Mails, da heißt es, ich bin zu blöd dazu. Uli, erklär mir, wie geht loslassen? Ich schaffe es nicht. Ich bin einfach zu blöd dazu. Wirklich, ja? Mach das nicht. Ja, mach das nicht. Sei liebevoll mit dir selbst. Hab Mitgefühl mit dir selbst. Und was mir zu der Karte auch noch deutlich gekommen ist, ja, viele von euch tun sich unglaublich schwer mit annehmen, ja, denn die meisten von euch, ja, sind eher so die Geber, ja, die möchten geben, die möchten Liebe versprühen, sage ich mal, ja, sie waren auch vielleicht in der Vergangenheit in einer Beziehung oder Wunschbeziehung immer der gebende Teil und dieses Annehmen, zum Beispiel von Komplimenten, von Geschenken, von Wertschätzung, fällt euch dann manchmal ganz schwer, weil ihr so sehr auf dieses Geben fixiert seid und viele von euch stecken ja auch in einer Situation, wo dieses Gebende nicht wertgeschätzt wurde. Ja, gerade es gehen derzeit ganz, ganz viele karmische Partnerschaften oder Wunschpartnerschaften auseinander. Ja, Karma-Partner verlassen endgültig das Leben, das Energiefeld. Und da waren ja viele von euch immer in dieser gebenden Position und wurden immer wieder zurückgewiesen. Und da leidet natürlich das Selbstwertgefühl darunter. Und wenn dann aber etwas Gutes kommt, wenn ihr von einem lieben Menschen ein Kompliment erhaltet oder wenn euch jemand etwas Gutes tun will, dann fällt es euch ganz schwer, in diese weibliche Kraft des Empfangens zu kommen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, auch wenn du ein Mann bist, ist das die weibliche Kraft des Empfangens. Wirklich Komplimente, Wertschätzung, Geschenke, Einladungen anzunehmen, ja, und zu sagen, ja, ich habe das verdient, ich darf das annehmen, denn ich bin liebenswert und gut, so wie ich bin. Das kam mir zu der Karte auch noch deutlich. Und der Hierophant hat hier auch zwei wundervolle Karten neben sich liegen. Und zwar einmal liegt hier noch eine weitere Karte aus der großen Arkana des Tarots, nämlich das Gericht. Und zum anderen die drei Kelche. Ja, das ist die Erntedankkarte des Tarots. Sie steht für Dankbarkeit, für Lebensfreude.
Sie steht eigentlich dafür, dass man den Blick richten soll auf das, wofür man dankbar im Leben sein kann. Und in Kombination sagt mir diese Reihe, vor allem mit der Lage des Gerichts, hier in dieser Spalte zwischen den 9 Schwertern und den 10 Schwertern, denn die wollten auch in die Legung fallen. Ja, du hast hier die 7, die 8, die 9 und die 10. Und die 10 ist die Vollendung. Und dazwischen liegt das Gericht, die Auferstehungskarte. Deine geistigen Helfer, dein höheres Selbst, nenne es wie du willst. Manche bezeichnen es als Engel, manche sprechen mit Gott persönlich, für manche ist es Mutter Maria. Ja, je nachdem, was für dich jetzt stimmig ist, möchte, dass du eine ganz klare Entscheidung dafür triffst, diese Energien der letzten Schwertkarten gar auszureinigen, hinter dir zu lassen und dich bewusst deinem Leben, den Dingen, für die du dankbar sein kannst, zuzuwenden. Denn genau das macht die Herrscherin, meine Lieben, das macht die Herrscherin jeden Tag. Die richtet ihren Fokus nicht auf das, was nicht in ihrem Leben ist oder was nicht funktioniert, sondern die fokussiert sich ausschließlich auf das, wofür sie dankbar sein kann, für das, was sie geschenkt bekommt im Leben. Und wir bekommen jeden Tag sehr, sehr viel geschenkt. Ja, wenn du morgens aufwachst, kannst du gleich mal anfangen, eine Liste zu schreiben, was du jeden Tag geschenkt bekommst. Ja. Und der Hierophant hier weist dich so wundervoll darauf hin, dass es in deiner Macht liegt, deine göttlichen Helfer um Führung zu bitten, um Führung aus diesen Gedankenschleifen, aus diesem Fokus auf Negatives herauszufinden. Und genau das ist dieser Kampf, ja? Der Kampf, der in dir stattfindet, zwischen, du weißt eigentlich, ja, wie die Herrscherin tickt. Du weißt eigentlich, wofür du dankbar sein solltest. Aber auf der anderen Seite ist im Moment immer noch diese, ja, wie soll ich sagen, diese Angst vorhanden, die Transformation nicht zu schaffen. Diese Angst vorhanden, immer wieder zurückzufallen auch in alte Muster. Und wenn euch das so geht, und es geht ganz viel so in der aktuellen Energie, ja, dann kann euch der Mond vielleicht jetzt unterstützen, denn ihr dürft nicht vergessen, ich habe ja speziell nach der Energie dieses Vollmondes gefragt, wirklich nochmal aus der Tiefe heraus diese alten Muster aufsteigen zu lassen, auch wenn es vielleicht nochmal schmerzhaft werden könnte, um sie dann zu entlassen, ja, denn hier schaut mal, reicht euch der Page der Münzen euren Wert in Form der Münze auf seiner Hand? Ich sehe diese Karte immer wieder als Selbstwert-Push-Up quasi, ja? Der Page der Münzen steht im Prinzip natürlich auch für gute Nachrichten, die dich erreichen können, ja? Für Chancen auf glückliche Fügungen. Aber für mich und speziell jetzt in diesem Reading ist der Page der Münzen derjenige, der wie ein Kind vollkommen, deswegen liegt er hier auch unter den 3 Kelchen, vollkommen unbedarft, frisch, frank und frei zu dir hinkommt, zeigt dir die Münze und sagt, schau mal, das bist du. Und bitte schaut wieder die Farben an. Das bist du. Du bist diese goldene, glänzende Münze. Und auch wenn hier noch immer diese Kämpfe stattfinden, erinnere dich daran. Ich habe das in anderen Readings schon mal gesagt, die Herrscherin steht auch für die Fruchtbarkeit. Wer von euch Mama ist, ja, oder auch Papa und bei der Geburt dabei war, der weiß, wie schmerzhaft, ja, so eine Geburt ist. Mit wie viel, Schmerz, Druck, Ängsten auch letztendlich, ja, Enge, auch zum Teil Weinen,
alle Gefühle, die du noch erinnern kannst, wenn du selbst ein Kind hast, die bei einer Geburt in dir aufsteigen, ja, dieses Gefühl, das Kind möchte raus, aber du hast das Gefühl, das geht nicht, ja, weil du den Schmerz kaum aushalten kannst. Und genau so ist es jetzt. Genau das ist diese Zeit jetzt, meine Lieben, ja. Diese Zeit bringt quasi jetzt den Kopf des Kindes durch den Geburtskanal. Und das fühlt sich manchmal richtig, ich möchte jetzt gar kein schlimmes Wort verwenden, ja, aber es fühlt sich einfach manchmal nicht gut an, ja. Man hat das Gefühl, wie hier der Kopf im Geburtskanal stecken bleibt. Man bleibt stecken, man bleibt im Alten stecken, man fällt wieder zurück, man hat das Gefühl, man kann nicht mehr. Es gibt Tage, da könnt ihr nicht mehr. Da seid ihr körperlich so erledigt von diesen ganzen Ausreinigungen. Da seid ihr so schwer, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht aufstehen, nicht arbeiten. Ja, aber der Page der Münzen ermutigt euch und sagt, schau mal, das bist du. Und das bist du am Ende dieser Transformation. Und dafür liegen wundervoll direkt unter dem Hierophant und unter den 8 Schwertern die 3 Stäbe für diesen Neubeginn. Deine göttliche Führung möchte dich befreien aus diesen Ängsten, aus dieser Enge, aus diesem Gefühl, das wird nie anders. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe nicht diesen Prozess ganz zu mir zu finden. Ich schaffe es nicht, in die Energie der Herrscherin zu kommen. Immer wieder holt mich Altes ein. Ja, es holt dich immer wieder Altes ein. Es ist dieser alte Schmerz, der ausgereinigt wird. Und wir reinigen aktuell nicht nur den Schmerz vielleicht aus einer vergangenen Beziehung aus, sondern die Zeit ist derart transformatorisch. Wir reinigen Schmerzen aus früheren Leben aus. Wir übernehmen Schmerzen von unseren Ahnen, die ausgereinigt werden möchten. Und genau das zeigen diese 3 Karten. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, ihr seht den Stapel, ja, das Tarot hier, 78 Karten. Es fällt die 8, die 9 und die 10. Und die 10 liegt hier auch noch am Ende, als finale Karte der Legung. Der Schmerz wird dein Energiefeld verlassen. Deine Dämonen, die du immer noch im Kopf hast, ja, verlassen dein Energiefeld. Und dann stehst du hier aufrecht, mit geschwellter Brust, mit aufrechtem Blick und guckst nach vorne und weißt ganz genau, wofür du diesen Schmerz auf dich genommen hast. Du weißt ganz genau, jetzt ist das Kind geboren und jede Mama weiß, wenn das Kind geboren ist und es liegt im Arm, ist der Schmerz erstmal vergessen. Diagonal liegen die 10 Schwerter mit dem Hierophant und dem Ritter der Kelche. Die Liebe siegt am Ende. Der Ritter der Kelche bringt den Kelch der Liebe. Selbstfürsorge, Selbstliebe und auch die Fähigkeit, Liebe anzunehmen. Und genau das passiert. Wir transformieren uns in die Liebe, in die bedingungslose Liebe. Wen das interessiert, dieses Thema bedingungslose Liebe, ich habe ein Reading bereits gemacht für die Zwischenzeit für den Monat Juli. Und zwar ein Channeling, also live vor der Kamera, ohne Meditation vorher, sondern ein Channeling vor der Kamera. Und da geht es vor allem um das Thema Liebe und auch bedingungslose Liebe. Denn wir werden in diesem Transformationsprozess aktuell dahin geführt, überhaupt zu verstehen, was ist bedingungslose Liebe. Wir reden immer mal davon, ja, aber was es wirklich bedeutet und wie viel Freiheit bedingungslose Liebe schenkt, nicht nur einem anderen Menschen gegenüber, sondern vor allem dir selbst gegenüber, erfährst du, wenn du diesen Zyklus hier zu Ende gebracht hast. Und wenn ich das Reading zusammenfasse, möchte dir der Mond, der Vollmond jetzt, der kommende, genau dabei helfen. Es kann also für einige nochmal schmerzhaft werden. Nimm es an. Du bist göttlich beschützt und geführt dabei. Dir kann nichts passieren. Der Hierophant in der Mitte, ja, der hält schützend die Arme über dir. Deine geistigen Helfer, deine Schutzengel, ja, sind bei dir und leiten dich durch diesen Prozess. Denn sie möchten nichts weiter, als dass du dich aus diesem gedanklichen Gefängnis der 3D-Welt, dieser Begrenzung deiner Seelenessenz befreist.
ja, ein wunderschönes Reading, eine wunderschöne Legung. Ich fühle, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fühle jetzt ein ganz warmes Gefühl in meinem Herzchakra. Mir geht richtig das Herz auf, ja. Vor allem hier mit der mittleren Reihe, direkt neben der Herrscherin. Wir sind sowas von beschützt und geführt in diesem Prozess, meine Lieben. Habt keine Angst vor diesem aufkommenden Schmerz. Er findet ein Ende. Kämpft nicht dagegen an. Widerstand, ja, erzeugt immer Blockade. Widerstand erzeugt Schmerz. Nimm an, was noch hochkommen will, ja. Gönn dir immer wieder Ruhe. Tu dir selber Gutes. Ja, hier, Ritter der Kelche. Nimm auch an, wenn jemand anders dir Gutes tun will. Du bist beschützt und geführt. Meine Lieben, ich fand das Reading wundervoll. Mir geht es jetzt richtig gut. Ich hoffe, euch geht es ebenso. Bitte schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Energie empfunden habt, ja. Ob euch die Legung einen guten Impuls geben konnte jetzt für die kommende Vollmondenergie. Ich freue mich, ich lese alle Kommentare, ich freue mich auch, wenn ihr untereinander kommuniziert. Ich möchte wieder einmal darum bitten, mir bitte nicht zu viele persönliche Nachrichten zu schreiben. Ich schaffe es einfach nicht, sie alle zu beantworten. Das sind dann immer so viele, gerade jetzt, wenn ich Ende des Monats meine 8 Videos online stelle, ja, das... Ich möchte fast sagen, es überfordert mich dann. Es sind einfach manchmal am Tag 80 Nachrichten. Ich kann die nicht alle lesen. Also bitte schreibt sehr gerne Kommentare, aber nicht so viel persönliche Nachrichten. Und Buchungsanfragen für persönliche Readings kann ich bitte erst wieder im August annehmen. Ich habe jetzt meine Warteliste so voll. Ich werde im Juli die Warteliste abarbeiten. Aber Anfragen für neue Buchungen und Plätze auf der Warteliste bitte erst wieder ab August. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich für jeden Euro an Spende, den ihr mir zukommen lasst über PayPal oder auch, ihr bekommt natürlich meine IBAN, wenn ihr mich anschreibt. Ich bin von Herzen dankbar dafür, weil ich möchte alles weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen, hier auf YouTube und auch auf Facebook. Und wenn ihr mich dabei unterstützt, ist es natürlich super lieb von euch und ich freue mich da wirklich. Und wenn es ein einziger Euro ist, ich bedanke mich für eure Wertschätzung meiner Arbeit von ganzem Herzen. Jetzt wünsche ich euch ein gutes Durchkommen durch die Vollmondenergie. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und ja, drückt euch ganz, ganz, ganz herzlich. Bis bald, eure Uli. Tschüss.